ich bin mal wieder auf etwas ziemlich Kurioses und Verrücktes gestoßen in der wundervollen Welt des Internets. Und ich war mir zuerst gar nicht sicher, ob ich dieses DIY überhaupt machen möchte, weil es doch wirklich ziemlich bekloppt ist. Und zwar geht es darum, sich selber so Sport-BHs bzw. Crop-Tops, kurze Tops zu machen, aus Männerunterwäsche. Und ich habe gesehen, dass das anscheinend ziemlich gut funktionieren soll. Ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel lesen können, ob es funktioniert hat oder nicht. Auf jeden Fall möchte ich das Ganze jetzt mal mit euch ausprobieren. Deswegen bin ich auch gerade einkaufen gegangen, habe mir ein paar Packen Männer-Boxershorts bzw. Männerunterwäsche gekauft. Und ja, dann schneide ich sie jetzt einfach so, wie es in dieser Anleitung ist. Und bin mal sehr gespannt, was dann so dabei rauskommt. Daumen hoch für mehr bekloppte und verrückte DIYs, die man noch nicht 5000 Mal auf YouTube gesehen hat. Und ja, wir beginnen dann jetzt. Also ich habe mir jetzt diese zwei Packungen hier gekauft. Das sind einmal diese breiten, längeren Boxershorts, keine Ahnung wie die heißen, und dann diese super knappen. Es soll angeblich mit beiden funktionieren, aber ich glaube mit den super knappen besser und deswegen probieren wir das mal aus. Wir packen jetzt die Boxershorts mal aus. Und jetzt brauchen wir eine Schere. Ich habe mich für diese hier entschieden. Das ist eigentlich eine Friseurschere, aber ich benutze sie nicht, weil ich mir nicht selber die Haare schneide. Und weil ich eben gerade keine bessere zu Hause habe, benutze ich sie jetzt einfach. So, und jetzt fangen wir an zu schneiden. Und zwar an dieser Seite hier, also die entgegengesetzte von dem Bund. Der schöne Bund, der bleibt einfach so. Den werden wir nicht anschneiden. Und hier schneide ich dann jetzt entlang von diesem Bund quasi so einen kleinen Träger aus. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil hier schwarz auf schwarz ist, aber gleich wird man das bestimmt nochmal besser erkennen. Ich habe jetzt hier mal ein Stück Pappe drunter gelegt, damit man das Ganze irgendwie ein bisschen besser erkennt. Und ja, ich schneide mir jetzt einfach vorne so ein Rechteck aus und das ist dann quasi mein Ausschnitt bei diesem Sporttop bzw. Croptop. Scheiße, ich habe mich verschnitten. Okay, jetzt muss ich den Ausschnitt ein bisschen tiefer schneiden. Das Gefühl, ich mache das irgendwie ein bisschen schief. Und auf der Rückseite machen wir jetzt quasi genau dasselbe. Die Schere schneidet irgendwie nicht so gut. Auf jeden Fall ist der Plan, dass ich jetzt quasi hier dieser Linie folge und dann im, ja, mir so einen relativ schönen, in Anführungszeichen, Rückenausschnitt schneide. So, das ist jetzt das ganze Stück, was ich weggeschnitten habe und so sieht jetzt der Rücken aus. Theoretisch kann es auch die Vorderseite sein. Wir schauen einfach mal, was dann getragen besser aussieht. Jetzt geht's weiter mit der anderen Variante, also die etwas längeren Boxershorts und die habe ich in knallblau gekauft. Bei dieser Boxershort weiß ich noch nicht genau, wie man das schneiden kann, dass es wirklich gut aussieht. Ich versuche einfach mal, dass das hier die Armöffnungen quasi werden und versuche hier diesen Teil einfach so zu schneiden, dass es am Ende ein relativ hochgeschlossenes Sportoberteil-Top irgendwas in der Art wird. So, und ja, hier schneide ich dann nicht zu viel, weil dieses Top ja relativ hochgeschlossen sein soll. So, und das machen wir dann jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Weil ich glaube, dass man so das Top immer noch nicht wirklich gut tragen kann, schneide ich jetzt hier noch so ein Stück ab, damit es an den Armen nicht ganz so komisch aussieht. Ich aber trotzdem noch den grauen Stoff vorne und hinten bei den Trägern habe. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann letztendlich aussieht, wenn es fertig ist. So, und ich habe jetzt beide Sport-BHs zurechtgeschnitten, wie ihr gesehen habt. Und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Modell. Und das wäre dann dieses hier. Ich habe es an einen Kleiderbügel gehangen. Nicht wundern, ich weiß, dass der Kleiderbügel total hässlich ist. Ich habe mal bei Amazon einfach irgendwie ein 200er Pack Kleiderbügel bestellt. Und zwar die billigsten, die sie hatten. Und ja, es waren eben solche. Nicht besonders schön, aber sie erfüllen ihren Zweck. Auf jeden Fall hätte ich eventuell im Nachhinein
die Boxershorts in einer Nummer größer kaufen sollen, weil diese Sport-BHs doch schon relativ knapp sind. Ich finde aber auch, dass das hinten sehr schön geschnitten ist. Und ihr seht jetzt einmal, wie das getragen aussieht. Ich finde es recht cool. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Es ist einfach ein richtiges Oberteil geworden. Natürlich sehr knapp, das habe ich ja gerade schon gesagt. Aber man könnte es theoretisch tragen. Und wenn man sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt beim Schneiden, was ich jetzt ja nicht unbedingt gemacht habe, oder vielleicht fehlt es bei mir auch einfach an Talent, dann sieht es bestimmt noch besser aus. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Sporttop hier zum Beispiel findet und welches von den beiden euer Favorit ist, weil wir jetzt nämlich mit dem zweiten weitermachen. Die zweite Variante sieht allein schon cool aus, weil es knallblau ist und so richtig auffällt. Wie gesagt, bei den Boxershorts habe ich ja so ein bisschen rumprobiert, ob man aus dieser Form überhaupt etwas Cooles schneiden kann. Und natürlich muss man auch generell dazu sagen, dass das keine mega guten, krassen Sport-BHs sind, weil die natürlich nicht so den Halt haben und die Brust stützen, wie sie es beim Sport bräuchte. Aber ich denke, ihr wisst schon so den Sinn von so Tops. Das ist halt einfach mal ganz cool, sowas zu tragen. Und wenn man es braucht oder wenn es warm ist, dann ja, hat man sowas zu Hause und man hat es selber gemacht. Ich finde hier die Ärmchen ganz cool, so wie ich sie geschnitten habe. Angezogen sieht es auch ganz cool aus. Ich glaube, ich finde das andere besser, aber das andere ist halt schon echt sehr, sehr knapp. Aber auf jeden Fall hat dieses DIY auch funktioniert. Und wenn ihr auch so einen Sporttop nachmacht, dann schickt mir doch ein Bild auf Instagram oder auf Twitter. Und zwar einfach mit dem Hashtag JuliasSportDIY. Und ich bin mal sehr gespannt, was da so für Bilder kommen und wie viele das von euch nachmachen oder allgemein, ob ihr es cool findet oder nicht. Zusammenfassend fand ich dieses DIY echt richtig cool und es hat total viel Spaß gemacht und es hat auch funktioniert. Und ich fand es allein schon cool, dass man einfach in den Laden geht und sich Boxershorts aussucht, wo man einfach die Farbe und so richtig cool findet und man sich daraus dann einfach sein eigenes individuelles Oberteil schneiden kann, was dann eben auch genau die Farbe hat, die man eben gerade cool findet und niemand zweites wird sowas haben. Natürlich ist es nicht perfekt, aber das muss es auch manchmal gar nicht sein. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich verlinke euch noch hier zwei weitere Videos und zwar einmal eine Challenge, in der ich mich geschminkt habe und zwar mit zusammengeklebten Händen und auch ohne einen Spiegel. Das war auf jeden Fall sehr lustig und interessant und hier drunter verlinke ich euch dann auch noch ein Umstyling-Video. Dort habe ich mal so ein bisschen ein anderes Make-up ausprobiert und ja, eine coole Perücke aufgesetzt. Und es hat auch echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr generell auch noch Videowünsche habt, dann könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann auch schon in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!